Mir fehlt nur noch eine Mark für das Ticket nach Destinea. Hast du eine? Eine Mark? Ey, Alter, das ist schon echt eine ganze Weile her. Ich will ihm ja nicht alle Illusionen rauben, aber ich glaube, damit ist es vorbei. Das Ticket kostet ungefähr das Dreifache und wir haben Euro. Außerdem, in dem Spiel gibt es Goldmünzen. Hast du schon meine 23 Brüder kennengelernt? What? 23 Brüder. Suse, die Kanonis sind ja so süß. Da habe ich alle, gleich alle geheiratet. Alter, ey. Ja, ich sag mal so, Männer haben auch ihre Bedürfnisse, die hat ordentlich zu tun, würde ich sagen. Die ist ja permaschwanger. Meine Fresse. So, ich würde sagen, dann gehen wir hier nochmal speichern und schlafen. Schalafen. Damit wir auch wieder voll sind. Wobei wir können auf jeden Fall für ihn können wir schon mal so einen lustigen Dings kaufen. Hier so einen Reif, so einen Armreif, Handreif. Wie auch immer. Können wir eigentlich mal machen. Na los, Oma. Schieb dich mal zur Seite, ja. Kaufen. Nein. Kleid. So. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht das andere Dingens nehmen kann. Doch, kann sie. Cool, ja, dann ist doch jedem erstmal geholfen. Weil der Protagonist muss natürlich mongomäßig ausgerüstet sein, auch wenn man es nicht sieht. Nee, komm, nicht hier in die Gegend rumfurzen, einfach nur sterben. Danach kannst du furzen, so wie sich das gehört. Denn es heißt ja, wenn man stirbt, dann entleert sich ein letztes Mal noch der Darm. Das kann er dann gerne machen, dann interessiert mich das nicht mehr. Oh, ich hasse diese Blume, ey. Du Scheißblume. Ja, da bist du geplatzt, was? Ja, natürlich. Und sie trifft nicht. Warum trifft sie nicht? Das ist so scheiße. Ich hasse diese fliegenden Kackgegner. Okay, der ist irgendwie verbuggt gerade. Geben die mal ein paar XP. Der furzende Pilz hat natürlich nichts abgekriegt. Yo, der macht voll den Slide. Ich finde das so lustig, wenn zu viele Töne sind, dann spackt echt der Sound rum. Da ist die Musik dann echt überfordert mit. Oh Mann, lass dich schlagen von mir. Ja, hauen wir mal dran vorbei, ne, würde ich sagen. Sie mal in Ruhe, Alter. Sie ist sexy. Zwei prügeln drauf ein und keiner trifft? Was sollen die Scheiße? Kackvieh.
Yeah. Level 5. Hexenwäldchen, Elfendeich. Na gut, wir sollen zum Elfenteich unbedingt gehen, wegen der Waffe, bla und so. Aber eigentlich sollen wir mit ihr in das Hexenwäldchen. Ach, scheiß auf sie. Sexy erreicht Level 4. Oh mein Gott. Ja, am Anfang levelt man echt schnell, das ist total schön. Wobei, ich muss, wenn ich so drüber nachdenke, das geht eigentlich das ganze Spiel so weit. Es wird zwar langsamer, dass man levelt, aber es geht doch recht zügig. Mann, stirb doch einfach, du knochige Wespe. Er will drauf gehen, voll mit Attacke und dann blockt das ab, blockt der Dings da ab. Natürlich. Schon komisch, die sind an manchen Stellen sind die irgendwie dann invisible, Quatsch, invincible gegen alles Mögliche. In so einer halben Mikrosekunde. Das ist irgendwie komisch, die haben auf dieser Karte hier, da haben die so viele Sprites platziert, dass die überhaupt gar nicht alle geladen werden im Spiel. Das kommt so nacheinander erst. Yeah! Hey, das ist nicht der Weg zu Turas Schloss. Wo willst du denn hin? Lava-Tempel. Ohne mich, hier kannst du alleine rein. Und tschüss, Baby. Das werde ich mir merken, du Gentleman. Leb wohl. Ja, dann leck mich, ne? Und so, Mädel. Flottermaus. Nein, nicht Ballonklette. Ich kann mich nicht bewegen. Toll. Jetzt kommt das Kackviech auch noch. Diese Blockgrütze. Ach, lol. Eigentlich hängt da an der einen Wand ist da so ein Goblin. Aber der ist despawned, weil diese Kackviecher hier der Meinung waren, spawnen zu müssen. Ich hasse diese Blobs. Die können sich auch immer wieder regenerieren. 100 Milliarden Mal. Stirb, Kartoffel. Autsch. Mano. Das ist lustig, ich verprügel hier einen nach dem anderen und der andere schläft einfach mal eine Runde weiter und ist auch lustig, ich hau ihm auf die Fresse und dann muss er erstmal wach werden, bis er dann wach ist, habe ich ihn schon wieder verprügelt. Da jetzt schon wieder. Läuft. Diese Fledermäuse sind ätzend. Allein nur durch diesen Klettenzauber. Ey, das ist so nervig. Uiuiui. Aua, ich stand zu nah.
Das ist so schwul. Von da hinten kann er seinen scheiß Zauber auf mich machen und dann stehe ich hier und muss mich von dem Kram hier angreifen lassen. Das ist aber auch so richtig dämlich. Yeah. Oh, was ist denn das? Nix Grippe. Und ein Totenkopf an der Wand. Ah ja, merke, Totenköpfe an Wänden sind Schalter. Alles andere hätte hier auch nicht reingepasst. Es muss ein Totenkopf sein. Also das sind wohl die relaxesten Fledermäuse, die ich je gesehen habe. Na komm, hau ab. Gegen Gulli oder so, mir egal. Das war hässlich, wenn die das zigmal hintereinander machen, dann kann das schon mal ein paar Minuten dauern, bis du hier fertig bist. Oh, Kiste. Ein Bonbon ist zu viel. Wenn da überall Bonbons drin sind, gibt's auch irgendwo Zahnbürsten? Wäre ja eigentlich nur korrekt, oder? Da schnarcht schon wieder einer. Ach, komm mal auf. Alle ausgewichen, alle drei. Yeah, so geht das. Ja, wartet, er wartet auf seinen Tod. Genial. Er wollte mich schon wieder anfurzen. Der braucht wieder eine extra Einladung. Yeah, Level 6. Wundertau. Das ist ja wundervoll. Das Wundertau ist ein... da genau. Das können wir immer benutzen, wenn wir... Opala, wenn wir in irgendwelchen Höhlen sind oder so. Um da wieder rauszukommen. Ernsthaft? Ich hasse die Viecher. Ich versuche ihnen eigentlich immer aus dem Weg zu gehen. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach weitergelaufen bin. Dann machst du einen Toten, dann spawnt der neun. Dann machst du wieder einen Toten, dann spawnt der neun. Das ist irgendwie komisch. Es können anscheinend immer nur drei Monster gleichzeitig im Bild sein. Dementsprechend, spawnen die natürlich immer nur einen neuen. Oh Gott, na super. Da, eins, zwei. So, und somit sind es drei. Und du killst immer nur einen. Oder zwei. Und dann spawnt der zwei neue. Und während er spawnt, kann er nicht getroffen werden. Also das ist so ein Scheißviech. Klar, toll zum Leveln, aber nervig. Vor allem, weil die voll hart deinen Schlägen manchmal ausweichen können. Die Animation ist geil. Die Schlafanimation ist echt beste. Ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann, aber sie ist einfach nur lustig. Tja, du hast eine Axt, ich habe ein Schwert. Du hast den dickeren und ich habe den längeren.
Yeah. Ah, schon wieder so ein Schleim. Ihr Schleime, Schweine. Manu, stirb doch jetzt einfach! Was für ein Sackgesicht. Locken wir mal hier runter und dann schleichen wir uns. Nein, schleichen wir nicht. Oh, leck mich doch. Heilen wir uns mal, bevor wir noch länger lila im Gesicht sind. Ich habe kein Schwert mehr. Oh, die endlose Treppe läuft. Ein Totenkopf an der Wand. Oh, neue Musik. Willkommen im Zwergendorf. Schön. Endlich wieder da. Kommst von der Oberwelt, stimmt's? Wir haben hier noch jemanden von oben. Ein Koboldmädchen, das bei uns im Theater auftritt. Willkommen im Zwergendorf. Ach so, den habe ich schon. Ja, Entschuldigung, ihr seht alle gleich aus. Guck mal her. Hörst du das auch? Klingt, als grabe sich jemand von unten hier hoch. Boah, und schön. Wir haben hier ständig kleinere Erdbeben. Da, schon wieder. Ja, würde ich mal behandeln lassen, ne? Irgendwo hier unter der Erde befindet sich der Lavatempel. Ja, Spitze. Glaub, mit dem soll ich reden. Sei gegrüßt. Das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Berti, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Warum eigentlich nicht? Okay, gib her. Der hat auch noch nie was von Danke, Bitte, sowas gehört, also voll schwierig. Fertig, hier hast du ein neues Schwert. Das ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Das ist so edel. Huch, hä? Was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll! Dann versuche ich jetzt eine Mana-Axt zu schmieden. Komm doch später wieder. Ja, das werde ich. Sieht doch wirklich irgendwie geil aus, das Schwert. Berti. Der sieht doch total aus wie ein Berti mit diesem komischen Totenschädel da auf dem Kopf. Okay, da können wir pennen. Was sagt der? Oder sagt er das Gleiche? Ja. Läuft. Ich würde sagen, gehen wir erstmal shoppen. Ich dachte immer, dass man in diesen Eingang hinter ihm, dass man da irgendwie rein kann oder rauskommt oder irgendwie sowas. Kraftarmband. Das haben wir. Ja. Okay, das kann Eisenhelm. Eisenhelm wäre noch gut. So. Nö. 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 Also am Anfang erscheint das echt total viel, dass man sich in jedem kleinen Dorf, in jeder Stadt irgendwas Neues kaufen kann, was man dann ausrüstet. Aber das wird irgendwann weniger. Ach ja, genau, das hatte ich ja für sie gekauft. Wo können wir das eigentlich auch schon wieder verkaufen?
Ein Stirnband ist das, gar kein Halsband. Ja, ich habe voll die Peilung, ich weiß. Treten Sie ein, das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen. Der Eintritt kostet 50 GM. Tja, was soll's, muss ich ja wohl. Ist ja schließlich geskriptet hier, ne? Ruhe bitte! Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie, ein gelber Pogo-Puschel. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Ja, ich feiere das anscheinend gerade. Er kann sogar Pogo tanzen, Spitze. Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen, seufzt. Schluchz, ich bin ja so traurig. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte, kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum, helfen Sie ihr. Selbst 100 GM würden schon reichen. Naja, wir sind ja kein Unmensch, ne? Hab Dank, damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Ja, und das war's auch schon. Ich konnte mir einen Pogo-Puschel, wovon ich schon 50 Viecher platt gemacht habe, konnte ich mir einmal angucken und musste mein Geld abdrücken an so ein kleines rothaariges Viech. Und wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hätte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Hehehehe. Ja, ihr habt verkackt, ey. Ich hab euch belauscht, ihr Ratten. Kreisch, ein Spion. Er hat alles gehört. Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihm sein Geld zurück. Bäh, das ist ja langweilig, Spielverderber. Hier hast du dein Geld wieder. Ja, dankeschön, ihr Schweine. Könnt ihr eure Mutter verarschen gehen. Tut uns leid. Wieso? Mir nicht. Oh ey, voll die Säcke. Ach ja, ich wollte schon immer auf einer Bühne stehen. Naja gut, was soll's. Dann gehen wir gleich nochmal schlafen. Nach dem Erdbeben. Was zum... Was ist das? Der hat die beste Hitbox überhaupt. Und der braucht Ewigkeiten zum Spawnen. Oh ja, ey, komm. Oh, nee. Ich werde instant die ganze Zeit getroffen. Ist ja ätzend. Ach komm, ich bin weggerannt. Ja, genau. Ey, die haben voll die Wünsche hier. Mann. Ey, das gibt's doch echt nicht. Was ist das für eine Scheiße?
Ah, 50, hast du. Yeah! Ich habe zwar keine Ahnung, wie viel ich ihm jetzt zum Schluss abgezogen habe, aber er ist tot auf jeden Fall. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Und weiter geht's. Nochmal eben aufladen und ein bisschen durch die Gegend schreien. Lanzenorb erhalten. Ich danke dir. Übertreib nicht so, er wird noch eingebildet. Ey Mädel, das war ich auch schon bevor ich hierher kam. Darum kann mir auch keiner leiden. Sei endlich still. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Hehehe, mit meinem langen Hals. Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lavatempel gefunden haben. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Kobolden heilen. Heilen. Amne, was? Egal, auf zum Lavatempel. Okay, aber nicht alleine. Es gibt so viele Monster dort. Würdest du die kleine Koboldin in den Lavatempel begleiten? Okay. Das ist sehr nett von dir. Ja, so bin ich halt. Ich gebe anderen Leuten Geld, die ich nicht kenne, und nehme Ballast mit. Hey, alte Socke. Alte Socke? Ich heiße King. Okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Ja. Weil sie nämlich ziemlich ätzend ist, habe ich mich dann dazu entschlossen, nach kurzer Überlegung, sie auf folgenden Namen zu taufen, weil Bratzbirne, nicht da reinpasst. Was soll denn das für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit, ja. Klingt genau nach dem, wie du aussiehst. So. Boah, der hat ja weniger als die Hälfte der der KP, ey. Krass. Viel Glück, den Lavatempel erreicht ihr durch das Loch dort. Turat, den Tempeleingang, geht oft durch einen Lavasee versiegelt. Am besten besucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geht nach Norden in das Hexenwäldchen und sucht Turas Schloss. Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen erhalten. Ja, läuft bei uns. Da fällt mir ein, Berti, der Schmied, hatte ich schon gesucht. Ja, dann gehen wir nochmal zu Berti. Und dann holen wir nochmal was zum Ausrüsten für die Truller. Es ist seltsam. Ich schaffe es nicht, eine Mana-Axt zu schmieden. Oh, ein schöner Bumerang. Warte. Ich glaube, halte mal diese Axt. Aha, wie ich vermutet habe. Die Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Nur in deinem Besitz wird diese Axt zur Mana-Axt. Eine mächtige Waffe. Für 100 Gem gehört sie dir, ja. Was soll ich machen? Ich muss es ja tun. Es gibt noch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann. Sofern du zuvor einen Waffenorb gefunden hast. Und jetzt zeige ich dir einen Geheimgang nach draußen. Ob ich den sehen will oder nicht, das interessiert ihn gar nicht. Er zeigt ihn mir einfach. Bis bald. Ja, bis jetzt. So. Welche Waffe soll erneuert werden? Da haben wir doch, genau, für die Lanze haben wir was bekommen. Genua. So, und jetzt gehen wir erstmal nochmal ein, zwei Kleinigkeiten holen für die Troller hier. Ach scheiße, ich habe ja nur noch 60. Puh! Ja, okay, kostet 45, läuft. Achso, warte mal, wir brauchen nochmal einen Bonbon. Nein, brauchen wir nicht. Auf Wiedersehen, ja, Heide. Sie
Wir müssen das ja mit ihr machen, genau. Kleid. So. Und ja, hat sie halt kein Kettchen. Ja, nee, das geht nicht, weil wenn wir jetzt die andere Troller wieder treffen, dann können wir das nicht machen. Die braucht ja auch was. So, und die stellen wir genauso ein. Und... die soll als Waffe nicht den Bumerang, sondern die Axt nehmen. Die ist, abgesehen davon, dass sie stärker ist, brauchen wir sie öfter. So. Ja, und ich bin voll, also brauche ich nicht übernachten. Außerdem bin ich pleite. Haben wir zu viele Fuffis durch den Club geschmissen? Nein, will ich nicht. Ja, speichern. So. Ja, jetzt haben wir abgespeichert und wie ich die ganze Zeit immer kontrolliert habe, hat er wohl auch aufgenommen. Das ist sehr fein. Hier machen wir erstmal einen Cut. Ich hoffe, ihr hattet so ein klein wenig euren Spaß bisher, auch wenn ich mich so über ein, zwei Sachen lustig gemacht habe in diesem Spiel. Ja, und von meiner Seite war es das heute erstmal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.